Mundane ist ein Computerspiel, das ist angesiedelt in einer Bergwelt, die ist inspiriert von den Alpen, den Schweizer Alpen im Spezifischen. Und es ist ziemlich angelehnt an Schweizer Sagen, Mythen, alte Heimatfilme. So diese Schwarz-Weiß-Ästhetik hatte für mich immer etwas auch Bedrückendes und sehr Unheimliches. Und das versuche ich eigentlich zu kombinieren mit dieser Bergwelt, mit den langen Schatten und der rauen Natur. Dieses Gefühl versuche ich umzusetzen in Mundan. Die Handlung von Mundan beginnt damit, dass der Spieler, das ist der Charakter namens Kurdin, bekommt einen Brief vom Bergpfarrer Jeremias, dass sein Großvater bei einem Feuer ums Leben gekommen ist. Und der Spieler tritt dann die Reise an und findet dann ziemlich schnell heraus, dass mehr dahinter steckt und dass es nicht nur ein Unfall war. Die meiste Recherche für Mundan ist visuell. Ich habe vor Ort in Graubünden, in Platenga, habe sehr viele Fotografien gemacht von Strukturen, Oberflächen, Gebäude. Also neben der Recherche von Ort gibt es auch sehr viele historische Fotos, die mich interessieren. Ich habe ziemlich viele Bücher gesammelt und in Bilddatenbanken gesucht. Das Spezielle an der Ästhetik an Mundan ist, dass die Zeichnungen, also die sogenannten Texturen, handgezeichnet sind mit Bleistift. Das ist so der Vorrat an Zeichnungen, die bereits entstanden sind. So bis zu Teller, irgendwelche Details, Bilderrahmen. Ich möchte die Figur vom Inker einbauen in Mundan. Das ist ein alter Stich von Bruegel. Und ich habe den Imker so nachgebaut im 3D-Programm. Also wenn ich hier die Figur habe, ergibt sich wie ein Schema von der 3D-Figur in 2D. Ich versuche wie so beim ersten Durchgang mal, probiere ich ein paar Sachen aus und wenn die dann nicht funktionieren, dann sehe ich das im Modell und dann kann ich es noch anpassen. Es gibt wie mal eine Idee. Diese Zeichnung wird dann wieder eingescannt und aufs 3D-Modell gelegt. Und dann sehe ich dann zum ersten Mal, wie das auf dem Modell aussieht. Und allenfalls sind auch noch Korrekturen nötig. Also das Spielablauf von Mundan besteht zu einem schönen Teil aus dem Erforschen der Welt. Das ist mir sehr wichtig. Der Spieler muss gewisse Rätsel lösen, um weiterzukommen. Und er trifft auf diverse Figuren, mit denen er reden muss und so mehr erfährt über, was passiert ist mit seinem Großvater. Ich erzähle nicht eins zu eins eine Abfolge, sondern ich versuche auch dem Spiel eine gewisse Freiheit zu geben. Sehr spannende Problematik. Irgendwie, wie viel Freiheit kann ich geben? Wie viel muss ich den Spieler führen? Das ist auch eine der größten Herausforderungen. Aber das macht das Medium enorm spannend.